Seht euch das mal an. Und hier, das war, als Queenie das Sackhüpfen gewonnen hat. Ich weiß, damals bin ich Letzter geworden. Aber nur, weil der Sack viel zu klein für dich war. Da tanzt Pimpinell mit Dex. Es war unser erstes Fest im neuen Haus. Erinnerst du dich, Papa? Stimmt, ich sehe es noch genau vor mir. Dex war verschwunden. Das Bild haben wir Stunden danach gemacht. Oh, Papa, erzähl uns doch mal, was damals passiert ist, bitte. Tut, tut. Tut. Tut, tut. Tut, tut. Tut, tut. Raki, wo hast du das Feuerwehrauto versteckt, das ich da hingestellt habe? Sag mal, kannst du nicht aufpassen? Alles fällt um. Sie stehen im Weg, gehen Sie zur Seite, das ist ein Schnellzug. Und Sie könnten um mein schönes Haus eine Kurve fahren, wie wäre denn das? So, das reicht. Räumt sofort eure Spielsachen auf und dann will ich kein einziges Wörtchen mehr von euch hören, verstanden? Er hat mein Puppenhaus. Es hat genau da gestanden. Was sollte ich denn machen? Da bin ich wieder. Was ist denn das für ein Geschrei? Papa, bist du hier endlich wieder? Seid ihr schon gebadet und fertig fürs Bett? Sie wollen weder den Hof harken noch ihre Zimmer aufräumen. Sie hören einfach nicht. So geht das nicht. Marsch an die Arbeit. Was ist? Worauf wartet ihr? Heute ist grüne Farbe auf der Hose. Gestern waren rosa Flecken auf den Schuhen. Ich sage euch, Papa verheimlicht uns was. Ja, die Farbe hat jeder von uns gesehen. Er bereitet bestimmt eine Überraschung vor. Wirklich? Eine Überraschung? Das ist ja wunderschön. Psst, wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Es ist besser, wir sagen gar nichts und bleiben ganz ruhig. Sonst gibt es am Ende vielleicht gar keine Überraschung. Gut, du hast recht. Ihr räumt die Sachen hier auf und wir versuchen rauszufinden, was los ist. Ich wünsche mir, dass Papa ein großes Fest vorbereitet. Er weiß doch, wie sehr ich große Feste mag. Warum hat er verschiedene Farben verwendet? Nein, ich denke, er wird mir eine Hütte draußen im Wald bauen. Davon träume ich schon so lange. Los, beeil dich. Wir müssen noch in die Badewanne. Eine Hütte im Wald. So ein Quatsch. Wie einfältig, wie einfältig. Du wirst sehr enttäuscht sein, wenn du die Überraschung siehst, die dein Vater schon seit Tagen heimlich für euch vorbereitet. Ich weiß genau, was er vorhat. Ganz genau. Er wird euch sehr weit wegbringen von hier. Weit, weit weg. Du wirst sehen, ich habe recht. Du wirst schon sehen, es wird sehr, sehr weit weg sein. Oh nein! Ich will nicht, dass du dieses dicke Scheusal da an meinem Schrank hängst. Das ist kein Scheusal, das ist der berühmte Kolosso, mein großes Idol. Und wie du siehst, habe ich an meiner Wand keinen Platz mehr dafür. Na und, selber schuld, das kommt ab! Oh! Wenn du mein Plakat zerreißt, zerreiße ich dein Lieblingsbuch. Oh? Hört auf zu streiten. Ich finde, es reicht. Es wird höchste Zeit für einen Familienrat.
Eigentlich wollten wir noch ein Weilchen damit warten, euch die wunderschöne Überraschung zu präsentieren. Doch wir glauben, dass der Moment schon jetzt gekommen ist. Ich habe hinter dem Heidelbeerhügel ein wundervolles Haus gefunden. Wir werden umziehen, Kinder. Ach, super, dann ist es endlich hier. Das ist toll, wirklich. Danke, Papa. Naja, hier ist es aber auch sehr schön. Hier wohnen doch alle unsere Freunde. Weißt du was, Dex? Wenn Kinder größer werden, ist es ein bisschen so, als würden die Häuser dauernd schrumpfen. Für unsere große Familie zum Beispiel ist es hier wirklich zu eng geworden. Wenn du morgen das Haus hinter dem Heidelbeerhügel gesehen hast, wirst du dort bestimmt nicht mehr weg wollen. Wir werden da eine Menge neuer Freunde finden. Oh ja, und jeder von uns wird in dem Haus seine eigene Ecke haben, wo er viele neue Bilder aufhängen kann. Allerdings bin ich noch nicht ganz fertig mit den Renovierungsarbeiten. Ich hoffe, ihr werdet dort auch ein bisschen streichen. Ja, hurra! Yippie! Das ist so ungerecht. Niemand will mir zuhören. Es ist gemein, dass wir unser schönes Haus einfach verlassen sollen. Siehst du? Ich habe es dir ja vorausgesagt. Das ist der beste Beweis dafür, dass du mir vertrauen kannst. Ja, ja, es ist weltbekannt. Das Wort einer schlauen Elster ist das Wort eines Freundes. Wieso wollen die alle nur unbedingt von hier wegziehen? Wen kennen wir denn dort? Keinen. Aber hier leben alle meine Freunde und die netten Nachbarn. Hier könnte ich den Weg zu meiner Freundin Pimpinelle schon im Schlaf gehen. Außerdem ist das ein Spukhaus. Wer hätte denn Lust, darin zu wohnen? Was? Gibt's da ein Gespenst? Ja, und was für eins? Das Heidelbeerhügel-Gespenst. Ich habe gehört, dass dort früher eine Eule gelebt haben soll, die jetzt wieder auferstanden ist und große Freude daran hat, nachts in diesem Haus herumzuspuken. Das ist ja ganz furchtbar. Es geht, wenn man darauf vorbereitet ist. Die beste Lösung wäre, wenn du allen davon erzählen würdest, wie schrecklich es dort drinnen spukt. Ja, das werde ich tun. Dann werden sie bestimmt nicht da anziehen wollen. Das ist doch klar. Oh, vielen Dank, liebe Elster. Vielen Dank. Es war mir eine Freude. Ich müsste mir ja ewig Vorwürfe machen, wenn ihr lieben kleinen Hasen in diesem Haus traurig werden würdet. Wiedersehen. Und wenn ich dir noch irgendwie helfen kann, ruf nach mir. Gespenster vom Heidelbeerhaus! Ihr werdet mich nicht mehr auslachen, wenn ihr diesem Gespenst erst Auge in Auge gegenübersteht. Ihr werdet schon sehen! Hör auf, Dex. Ich weiß nicht, wer dir diesen Unsinn erzählt hat, aber ich schwöre dir, es gibt nicht die Spur von einem Gespenst im Haus und in seiner Umgebung. Doch, Papa, wenn ich's dir sage. Und mir reicht es endgültig. Das sage ich dir. Hey, seht euch das an! Und wie riesig, toll! Aber ist das Haus nicht viel zu groß für uns? Möchtest du nicht auch kommen und dir dein Zimmer ansehen? Ich fang mich! Fang mich! Warte auf mich! So, Kinder, ich habe mein Werkzeug im alten Haus vergessen. Tante Zinia wird mich schnell begleiten. Ich werde alles zusammensuchen, damit wir hier schön picknicken können. Und ihr macht bitte keinen Unfug. Wir werden alle ganz artig sein, Papa. Hab bloß keine Sorge. Wisst ihr was? Wir könnten doch inzwischen die Küche streichen. Nein, Papa will nicht, dass wir irgendwas hier anfassen. Und was machen wir dann, hä? Huh?
Guten Tag. Unsere Nachbarn sind heute nicht sehr freundlich. Was ist denn das für eine Art? Sie verstecken sich bestimmt da oben. Huhu, wir haben euch zuerst gesehen. Ihr habt verloren, 1-0 für uns. Aber jetzt sind wir endlich dran, uns zu verstecken. Wartet, wenn ihr zwei euch hier versteckt hattet, wer mag denn das eine Etage höher sein? Pepino, das kann nur er sein, oder? Guck mal, was ich gefunden habe. Schöne Karotten. Oh, ich wusste es ja, das Gespenst. Los, schnell weg! Ihr müsst mich doch nicht deswegen umwerfen. Ich hab doch genug für uns alle. Ich würde sagen, wir sehen uns da oben mal um. Aber nein, bitte, das dürft ihr nicht tun. Hey, wartet auf mich! Ihr Landratten! Geh schön wieder an deinen Bach planschen, du falscher Pirat, ich habe keine Angst. Wer wagt es so laut und frech, meinen Schlaf zu stören? Sapperli-Puppette. Hab ich euch nicht gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen? Sieh einer an, das ist also euer Gespenst. So eine gemeine Elster. Anscheinend hatte sie sich hier häuslich eingenistet und war überhaupt nicht begeistert davon, dass wir auch in dieses Haus einziehen wollen. Na, wie sieht's denn aus, Dex? Zeigst du uns jetzt endlich dein Gespenst? Auf geht's, ihr Geisterjäger. Machen wir uns alle an die Arbeit. Wenn die tatsächlich glauben, ich würde da mitmachen, dann sind sie total auf dem Holzweg. Mir muss ganz schnell irgendetwas einfallen. Seid ihr soweit, Kinder? Bereit für diesen großen Tag, Papa. Mach weiter, tu nicht so, als wärst du müde, Raki. Sag mal, Dex, hast du nicht zufälligerweise meinen großen Hammer gesehen? Ich suche ihn schon seit heute Morgen. Nein, leider nicht. Na, mach nichts. Dann ist er wohl schon eingepackt. Oh, das ist aber schwer. Wir müssen das gleichmäßiger machen. Ja, kein Problem. Oh!
Sehr schön. Alle fertig? Ja! 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 Dann Abmarsch. Los geht's. Na, was ist denn, Dex? Nicht rumtrödeln, ja? Da drüben. Das ist ganz schön schwer. Ich weiß, wer sich jetzt ein leckeres Essen verdient hat. Ich bin zu müde, um auch nur die kleinste Karotte runterzubringen. Och, ich komme um vor Hunger. Ich muss mich wirklich sehr bei euch für eure Hilfe bedanken. Ich weiß nicht, wie wir das ohne euch hätten schaffen sollen. Sehr richtig. Unsere Nachbarn sind uns keine große Hilfe gewesen. Ach, lass ihnen ein bisschen Zeit. Vielleicht sind sie ja nur schüchtern. Vielleicht machen wir ihnen Angst. So wie das Gespenst von Hasenhausen. Übrigens, weiß einer von euch, wo Dex abgeblieben ist? Ja, du hast recht. Schon eine ganze Weile habe ich ihn nicht gesehen. Ist er denn nicht bei euch gewesen, als ihr eure Sachen in die Zimmer geräumt habt? Ich wette, er hat sich irgendwo versteckt. Ich werde auf dem Dachboden nachsehen. Dann werfe ich einen Blick in den Garten. Seht auch in den anderen Stockwerken nach. Ich suche im Keller. Papa. Auf dem Dachboden auch nicht. Dex ist wirklich nirgends zu finden. Weit weg kann er noch nicht sein. Hallo. Hallo, Dex. Dex, hallo. Irgendeine Spur? Nicht die geringste. Auf unserer Seite gab's auch keine Spur. Wir haben den Wald bis in den tiefsten Winkel durchsucht. Nirgends einen Hinweis auf Dex. Na bitte geschafft. Ein Schränkchen hier, eine Kochecke dort. Und schon lebst du wie ein König, Dex. Könnten wir den Jungen denn noch suchen? Hat er denn in den letzten Tagen nicht irgendwas gesagt, das uns einen Hinweis geben könnte? Naja, gerade gestern hat er noch gemeint, dass er auf gar keinen Fall umziehen will. Aber heute Morgen war er offensichtlich damit einverstanden. Dann hat er sich möglicherweise bei einem Freund versteckt. Weiß Pimpinell vielleicht darüber Bescheid? Nein, nein. Sie hat überhaupt keine Ahnung, wohin er gegangen ist. Ist hier noch ein kleines Plätzchen für mich? Papa! Und als sie Rupin nach einer Freundin gefragt hat, habe ich sofort an unser altes Haus gedacht. Ohne dich wirkt das Haus ganz traurig, Papa. Das kommt, weil keiner darin wohnt. Dagegen findest du in Hasenhausen unsere ganze Familie, die jede Menge vorhat. Übrigens könnte ich von dir Hilfe brauchen, um mir eine Werkstatt einzurichten. Von mir? Also, wenn ich sehe, was du hier zustande gebracht hast, dann glaube ich, dass du mich sehr gut unterstützen kannst. Naja, wenn du mich brauchst, Papa, dann ist es vielleicht besser, wenn ich in unserem neuen Haus schlafe. Weißt du, Dex, wir haben bei unserem alten Haus etwas sehr Wichtiges vergessen. Keiner hat richtig auf Wiedersehen gesagt. Wieso? Häuser können doch gar nicht hören, Papa. Probieren wir es doch ruhig aus.
ist toll gewesen, in dir zu leben. Und ich werde dich nie vergessen. Niemals. Nur, weißt du, wenn Kinder größer werden, ist es ein bisschen so, als würden die Häuser dauernd schrumpfen. Pass auf, wenn ich zurückkomme, um meinen alten Freund und Nachbarn zu besuchen. Dann sehe ich immer auch nach dir. Das ist ganz fest versprochen. Papa, kann ich Pimpinell in das neue Haus einladen? Natürlich, und unsere anderen Freunde auch. Ich denke, wir werden sie jeden Sonntag sehen. Wenn das so ist, können sie uns ja auch nie vergessen. Wer könnte denn einen kleinen Hasen vergessen, der so nett und aufgeweckt ist wie du? Und unsere neuen Nachbarn, laden wir die auch ein? Unsere neuen Nachbarn? Toll, nicht? Hilfst du uns dann beim Aufbauen der Regale, Papa? Ja, natürlich. Nur vorher haben Dex und ich noch etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Bitte, was ist denn? Schönen guten Tag. Wir sind Ihre neuen Nachbarn und wollen gern ein Fest organisieren und... Na bitte, was habe ich dir gesagt, ha? Dieses ganze Theater geht wieder von vorn los. Die vorigen Nachbarn haben auch dauernd Feste veranstaltet und wir konnten da nicht richtig schlafen. Es ist einfach furchtbar gewesen. Wir wünschen uns nur eins und das ist Ruhe. Eine Sekunde, ich kann Ihre Sorgen ja sehr gut verstehen. Nur, Sie müssen wissen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Festen, die Ihre alten Nachbarn gefeiert haben und unseren. Wir laden Sie zu unserem kleinen Fest ja alle mit ein. Wir wollen uns doch nicht in irgendeiner Ecke allein amüsieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an unserem Einweihungsfest teilnehmen würden. Und es wird auch noch ein absolut tolles Feuerwerk geben. Hurra! Da gehen wir hin, nicht Papa, nicht Mama? Ja! Ja. Ein Fest! Hurra! Ich würde sagen... Da gehen wir hin! Nun ja, es ist... Wir sind zutiefst gerührt und sagen zu. Also schön, ich sage zu. Wir werden kommen. Ja, ich auch. Ich freue mich darauf, dabei zu sein. Oh, ich hasse solche Feste. Die Musik macht einen unerträglichen Krach und durch die Tanzerei kriege ich einen schrecklichen Muskelkater. Also rechnet nicht mit mir.